Die Fußballweltmeister haben ab sofort einen neuen Wegbegleiter. Am Montag präsentierten Premium-Partner Mercedes-Benz und der Deutsche Fußballbund im Rahmen einer Pressekonferenz den Mannschaftsbus für die WM-Helden. Kapitän Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski und Jonas Hector durften das Gefährt bei der Premiere als erste von innen begutachten. Auf der Außenseite des Premium-Hochdeckers Travego M prangt in großen Buchstaben die künftige Bezeichnung der DFB-Auswahl. Trotz der einzelnen persönlichen Top-Leistung von Manuel Neuer oder das entscheidende Tor von Mario Götze haben am Ende immer nur sowohl Medien wie Fans, aber auch wir von der Mannschaft gesprochen, auch die Spieler. Und da haben wir uns also gesagt, wir müssen jetzt die Nationalmannschaft ein neues Logo oder ein neues Markenbild schaffen, damit diese Identifikation sich auch plakativ, grafisch auch wieder zeichnet. Und haben natürlich überlegt, wir wollen natürlich unser Haus, den DFB, dort stattfinden lassen mit dem DFB-Adler. Wir wollen aber auch das Wappen aus der 2010er Mannschaft mit übernehmen, wo das Ganze so ein bisschen geboren wurde. Unter der Wortbildmarke Die Mannschaft werden Schweinsteiger und Co. demnächst durch die Welt reisen. Auch für ihren Fahrer Wolfgang Hochfellner geht mit seinem neuen Arbeitsgerät ein Traum in Erfüllung. Ja, sensationell. Also Mercedes hat ja da keine Kosten und Mühen gescheut, mir ein Wunschauto oder unserer Mannschaft ein Wunschauto zu präsentieren. Und ich finde, es ist einfach sowohl innen als auch außen total gut gelungen. Die Ansicht teilt auch Lokalmatador Podolski, der auf der Jungfernfahrt noch ein paar Einblicke in seine Domstadt geben konnte. Von der Mercedes-Benz-Niederlassung ging es quer durch die Stadt, über den Rhein bis zum DFB-Quartier. Die Bedeutung des Mannschaftsbusses ist für den erfahrenen und erfolgreichen Nationalspieler gar nicht hoch genug zu bewerten. Vor dem Spiel, wenn man im Bus sitzt, dann ist das schon, weil man sich dann aufs Spiel vorbereitet. Einer hört Musik, einer schaut aus dem Fenster und einer konzentriert sich auf seine Weise. Und daher ist das an dem Spieltag selbst schon eine Ruheoase, Wohlfühloase vor dem Spiel. Nach einer knappen halben Stunde endete die erste Dienstfahrt des neuen Sterns vor dem Teamhotel. Am Nachmittag durfte dann auch die Mannschaft erstmals auf dem Weg zum Training den Komfort im neuen Mercedes-Benz-Flaggschiff genießen.